dadurch, dass ich mich dafür entschieden hatte, ein Leistungspaket Bodenbelege, Fliesen, Innenmalerarbeiten zu nehmen, ist in dem Falle eben immer der Text in Leistungspaket und dann kommt das gleiche Leistungspaket. Hätte ich jetzt gesagt, ich nehme ein Leistungspaket für Bodenbelege und eins für Fliesen, ne, würde das als Fliesen zum Leistungspaket Fliesen und das als Bodenbelege zum Leistungspaket Bodenbelege gehen. Soweit, so gut. Außerdem haben wir die Leistungspakete und wenn wir auf die Leistungspakete gehen, haben wir jetzt hier die Preise für die Leistungspakete und in diesen Preisen sind die Materialitätsveränderungen, die wir hier vorne beschrieben haben. Ich gehe einfach nochmal auf den Raum. Das heißt also zum Beispiel eben im Bad, dass wir hier jetzt Bodenfliesen PG3 haben und nicht mehr PG5. Das heißt also nochmal in diesem Leistungspaket Bodenbelege ist dieses günstiger werden der Belege schon mit drin. So. Wir machen eins, wir sagen einmal, wir wollen das Ganze im Standard nach hinten dokumentiert haben. Und wenn wir uns das Ganze entsprechend anschauen, ganz klar, wir haben in der Preisübersicht erstmal die Ausbaustufen stehen, wir haben mehr Minderleistungen stehen, Sie sehen die 2,5, ne, das ist unsere Toneindeckung, und wir haben Leistungspakete und in den Leistungspaketen haben wir die Änderungen, die in dem Falle eben nicht im Leistungsumfang des Ausbauhauses enthalten sind, sondern in den einzelnen Paketen. Wir schauen uns kurz die Ausweisung entsprechend an und haben dann im Nachtragsangebot die einzelnen Bereiche widerstehen und finden dann als allererstes unsere Dacheindeckung. Dann haben wir die Änderung der Bodenbelege gemäß Raumbuch. Die Texte kommen, weil der Auslöser entsprechend da ist, haben natürlich aber eben in dem Falle keinen Preis, weil nichts im Leistungsumfang enthalten ist. Bitte Achtung, auch das noch mal ganz kurz wirklich auf den Punkt gebracht. Es könnte sein, dass eben eine Leistungsveränderung, die nicht Leistungsbestandteil ist, bei Ihnen im Leistungsumfang trotzdem Leistungen auslöst. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist, ich habe nicht statt einem keramischen Bodenbelag einen Holzbodenbelag oder statt einem Holzbodenbelag einen keramischen Bodenbelag gewählt. Ich bin immer in derselben Schiene geblieben. Was ich versuche zu sagen, es ist bei vielen so, dass zum Beispiel, wenn eben keine Fußbodenheizung unter einem Fliesenbelag ist, dass dann zum Beispiel eine Glas-Covid-Bewehrung in den Estrich reinkommt. Und das wäre so eine Konstellation, mit der es möglich wäre, dass eben eine Veränderung, die nicht im Ausbauhaus enthalten ist, trotzdem Leistungen im Ausbauhaus auslöst. Einfach nur zum Verständnis, warum gibt es hier eine Protokollierung? Sie bekommen die durch die zusammengefassten Zusatzleistungen natürlich weg. So. Und dann haben wir Leistungspaket, Heizung, Wasser, Sanitärinstallation. Und was Sie eben innerhalb dieses Paketes mit den 76.000 Euro ausgewiesen bekommen, ist mit nicht nochmal einem separaten Preis, ne? Eben die Veränderung dieses zusätzliches Bidet, dieses zusätzliche Original, was entsprechend ausgewiesen wird. Dann haben wir das Leistungspaket mit den Bodenbelägen und innerhalb des Leistungspaketes mit den Bodenbelägen haben wir hier entsprechend auch die einzelnen Beschreibungen, was hat sich außer Fliesen geändert und was hat sich mit Fliesen geändert. Ganz zum Schluss, ne, natürlich am Ende, ne, die Veränderung der Ausbaustufen an der Stelle und das Estrichpaket. So, jetzt sind wir natürlich in der Lage, A, das wieder zu verändern. B, möchte ich auf eins noch pointen. Sie sind bei den Mehr- und Minderleistungen grundsätzlich in der Lage, ich mache hier oben mal die Ausweisung auf, die Mehr- und Minderleistungen für Leistungspakete entsprechend anzuschalten und hier können Sie auch einschalten, ob dieses ohne Preis ausgewiesen wird oder nicht. Das ist nebenbei natürlich auch nochmal eine Grundeinstellung, die Sie entsprechend vornehmen können im System. Ich habe es jetzt mal bei einigen eingeschaltet bzw. ausgeschaltet und wenn wir jetzt hier nochmal auf den Nachtrag gehen, dann sehen Sie eben, dass dann diese Preisausweisung mit dem, es beinhaltet jetzt 0 Euro, etwas ist, was ich persönlich empfinde es halt als störend, was Sie auch hier
in der Voreinstellung beziehungsweise eben auch systemseits rausnehmen können. Bei einigen ist es jetzt drin, bei anderen ist es entsprechend draußen. Das ist das, was nochmal als Möglichkeit da ist. Sie können es natürlich auch im Dokument einfach machen. Wichtig ist, wenn Sie sagen, diese Ausweisung in der Art und Weise wollen Sie nochmal verdichten, dann sind wir wieder an einem Punkt, nochmal berechnen, dann kommt das Redaktionssystem und jetzt könnten wir eben dafür sorgen, dass wir bestimmte Veränderungen eben nicht auf diese raumweise Einzelausweisung machen, sondern dass wir eben sagen, wir fassen das Leistungspaket der Bodenbelege mit sämtlichen Raumveränderungen zusammen.